Hallöchen, Hallöchen, mal aus einer anderen Perspektive. Ich habe hier schon mal vorbereitet, plus einen Löffel. Denn wie du in der Titelbeschreibung siehst, mache ich veganen Quark. Dazu habe ich diesen Alpro-Soja-Joghurt Natur und ungesüßt, meine Güte, genommen, weil ich möchte ja keinen süßen Quark haben wollen. Und um den überhaupt aus diesem Joghurt rauszukriegen, brauche ich eine Schüssel und ein Sieb. Ich habe leider nichts Kleineres gefunden, weil wir haben nur dieses eine im Haushalt, aber nicht so schlimm. Dann lege ich da ein bisschen Küchenkrepp rein. Und weil mir das halt an den Rand noch zu gefährlich sein könnte, dass er eventuell vielleicht hinauslaufen könnte, lege ich halt zwei rein. Es geht nur darum, dass er halt durch die Löcher vom Sieb nicht durchglitscht, sag ich mal. Und dann nimmt man einfach, ich habe hier noch meine Zeitung zum Lesen, die packe ich einfach mal beiseite. Zack. So, dann öffne ich einfach den Joghurt. Zack. Kipp den hier rein. Also umrühren sollte man nicht vergessen. Und hier sieht man schon, dass am Rand von dem Zewa, dass sich das mit Wasser vollsaugt. Und das hier ist ein 500-Gramm-Becher, genau. Ich weiß jetzt gar nicht, was am Ende rausbleibt. Ich glaube, zwei Drittel. Muss ich passen. Das Ganze packe ich dann wieder zurück in den Kühlschrank und lasse das jetzt für mindestens 12 Stunden, maximal für 24 Stunden, je nachdem, wie viel Zeit man selber hat oder wie lange man das abtropfen lassen möchte, wie quarkig quasi es sein soll. So, Becher ist leer. Nom, 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 nom. So, wie gesagt, das kommt jetzt in den Kühlschrank. Das Zewa wird sich im Laufe der Nacht, des Tages, jetzt mit Wasser komplett vollsaugen. Man sieht es schön. Man sieht es schön am Rand, wie es sich schon halt voll saugt. Und das wird dann im Laufe der Zeit einfach hier in die Schüssel abtropfen. Das, was da abtropft, ist einfach nur Wasser. Das kippe ich dann weg. Und ich habe danach super schönen, tollen Quark. Und wie der dann aussieht, das zeige ich dir, wenn es dann soweit ist. So, es sind jetzt weitaus 24 Stunden und noch länger vergangen. Ich glaube, warte mal, 24, 25, 26, 27, 28 Stunden. Ich kam leider nicht eher dazu. So schaut das jetzt aus. Das Zewa ist klatschnass. Und hier unten ist das ganze Wasser, was sich abgesetzt hat. Das kippe ich jetzt mal weg. Es riecht ein bisschen süßlich. So, und dann mache ich das mal so. Dann decke ich das mal auf. Und hier sieht man sogar, hier hat sich sogar, sieht man es überhaupt? So ein bisschen die Struktur hat sogar vom Zewa angenommen. Und es ist richtig glibbrig. Nee, klipprig kann man nicht sagen. Die Konsistenz ist echt sehr dick. Halt quarkig. So, ich nehme das jetzt hier mal raus. Man sieht auch hier schon, wie sich das halt ablöst, wie fest das überhaupt geworden ist. Klatsch. So, das war's. Mehr ist es gar nicht. Jetzt habe ich Quark, der schnell und einfach ging. So, ich präsentiere meine wunderschöne Jogginghose.
Weil Küche und so und zu Hause, da ist es ja scheißegal. Genau, das ist mein Quark, der auch an meinem Finger hängt. Und den werde ich mir jetzt zubereiten und dann lasse ich es mir schmecken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hätte es mal wiegen müssen. Ich hätte es mal wiegen müssen. Das mache ich jetzt auch, weil dann kann man nämlich gleich sehen, wie viel aus so einem Becher rausgekommen ist. Ich bräuchte nur eine passende Schüssel. Ja, ich bin super vorbereitet. Das ist wie bei den Profis hier, ne? Und zwar in so einem Becher. Ich habe jetzt hier einfach mal einen anderen genommen, um es halt zu zeigen. Es sind 500 Gramm. Hier sieht man die Null. Also jetzt sind es 272 Gramm. Hier ist noch ein bisschen was auf dem Löffel. Ich runde es einfach mal auf 275 Gramm, die ich da draus habe. So hast du für dich ungefähr wenigstens einen Messwert und weißt Bescheid. Ah, hier 276. Ja, okay. Belassen wir es einfach bei 275, oh Gottes. Judy, ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüssi!